Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch eine Mitfahrt mit den Zügen der Westbahn über die Verbindungsbahn von Wien Westbahnhof nach Wien Meidling zeigen. Die Westbahn fährt seit dem 20. April 2020 eine geänderte Route über Wien Meidling, da durch die Notvergabe vom Klimaschutzministerium nun Westbahn und ÖBB gemeinsam den Intercity-Verkehr auf der Westbahn übernehmen. Das bedeutet, dass die langsam rollenden Railjets von Wien nach Salzburg seit 20.04. einmal von den ÖBB, dann wieder von der Westbahn, dann wieder ÖBB und so weiter gefahren werden. Da die Westbahn zum Westbahnhof fährt, tut sie dies weiterhin, indem sie nach Meidling fährt, dort wendet und über Speising den Wiener Westbahnhof anfährt. Die Tickets werden von ÖBB und Westbahn gegenseitig anerkannt. Außerdem werden alle Tickets von allen Verkehrsverbünden entlang der Strecke anerkannt. Heute fahre ich diese Strecke mit. Ja, die Westbahnzüge fahren jetzt eben auf der Verbindungsbahn nach Meidling. Außerdem werden Tickets der ÖBB und der Westbahn gegenseitig in den Zügen anerkannt. Ja, wir sehen hier auch schon, das Fahrgastinformationssystem wurde sogar schon aktualisiert. Nächster Halt Wien Meidling. Normalerweise würde es jetzt nach Hütteldorf gehen und über Hütteldorf nach St. Pölten. Ja, in wenigen Minuten geht die Reise los. Über die Verbindungsbahn mit der Westbahn. Ich bin ja mal gespannt, wie lange in Meidling das Wenden dauern wird. Angeblich soll das maximal 2 Minuten dauern. Mal schauen. Es dürfte ein neuer Lokführer jetzt hinten einsteigen, um das zu schaffen. Von Wien-Westbahnhof bis Salzburg Hauptbahnhof. Ich werde zuerst mit dem Ticketverkauf und der Ticketkontrolle beginnen. Danach stehe ich im Wagen 400 für Sie bereit, um Ihnen heißes oder kaltes Getränk und Snacks servieren zu können. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. So, Ausfahrt aus dem Wiener Westbahnhof. Hier sehen wir die Durchfahrt in Wien-Penzing. Danach werden wir nach links abzweigen, um auf die Verbindungsbahn zu gelangen. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Hier habe ich auf die andere Seite gefilmt, um euch hier Railjet-Garnituren zu zeigen, die hier abgestellt sind, da sie momentan im Einsatz nicht gebraucht werden, da weniger Züge dank der Corona-Krise verkehren. Und hier zweigen wir auch schon auf die Verbindungsbahn ab. Hier sehen wir, wie sich die Hauptstrecke hier trennt. Und jetzt bleiben wir hier einige Minuten stehen, da die S-Bahn noch vor uns ein bisschen braucht.
So, und hier sind wir in Wien-Meidling angekommen. Das Wenden hat dann 5 Minuten gedauert. Und dann sind wir relativ pünktlich Richtung St. Pölten wieder ausgefahren. So, das soll es auch schon wieder mit diesem kurzen Video gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.